Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit der provokanten Überschrift "Die eigene Abo-Bank, Schrägstrich, die eigene Ärztebank" möchte ich Ihnen das alte Betriebswirtschaftsinstrument der Unternehmerbank für die Branche der Apotheker und Ärzte vorstellen. Zu meiner Person ganz kurz. Mein Name ist Manfred Bayer. Vom Beruf bin ich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Ich bin Geschäftsführer der Fels-Penstrang GmbH, einer spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über das Thema betriebliche Alterssorgen. Ich bin Partner der Fels Rechtsanwälte Steuerberater GbR, Vorstand in verschiedenen Unterstützungskassen und auch Vorstandsvorsitzender im Bundesverband pauschalodierte Unterstützungskassen. Das Thema, das ich heute vorstelle, begleitet mich bereits seit 1991, damals noch bei einer der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, insbesondere für großen mittelständischen und auch börsennotierten Aktiengesellschaften. Ja, ich beginne das Ganze mit einem Zitat von Bertolt Brecht: Nur Dilettanten überfallen eine Bank, wahre Profis gründen eine. Und so möchte ich in die Unternehmerbank ihre Ausrufezeichen hauseigene Abobank oder auch Ärztebank vorstellen. Im Kern geht es einfach um betriebswirtschaftliche Fragen, die Unternehmer bewegen. Und zwar ist es zum einen mal das Thema: Wie werde ich der begehrteste Arbeitgeber in meiner Region, der attraktivste Arbeitgeber? Wie gewinne ich den Kampf um Mitarbeiter, um die besten Talente, den War for Talents? Wie ziehe ich die besten High Potentials in mein Unternehmen? Und wie halte ich auch meine guten, qualifizierten Fachkräfte und auch Führungskräfte? Ein Thema, das die meisten Unternehmen bewegt. Und was auch wirklich hinsichtlich Zukunftsfähigkeit, Ausrichtung in personalpolitischer Hinsicht enorm wichtig ist. Zum anderen geht es um das Thema Liquidität, das heißt Monat für Monat zusätzliche frei verfügbare Liquidität ins Unternehmen zu bekommen, zu unschlagbar günstigen Konditionen und das Ganze wirklich Monat für Monat. Das sind die beiden Themen, die auch wirklich Unternehmer bewegen und die auch im Bereich der Ärzte und Apotheker von großer Relevanz sind. Und wenn man den Arbeitsmarkt sich anschaut, Apothekenassistenten, Pharmazieingenieure und auch Vorexaminierte kommen vorzeitig ins Rentenalter. Es ist hier ein Generationenwechsel. Es ist neuer Personalbedarf angesagt. PTAs sind Mangelware. Im Bereich der PKAs gibt es massive Abwerbebewegungen. Es ist wirklich jedes Haus bemüht, sich um entsprechende Fachkräfte zu bemühen. Und nachdem die Unternehmerbank, die Ärztebank oder auch die eigene, in Anführungszeichen, Abobank ein altes Instrument der betrieblichen Alterssorgen ist mit einem weitgehend betriebswirtschaftlichen Nutzen, möchte ich einmal auf Ihren Tarifvertrag eingehen. Zum Beispiel hat eine Vollzeitkraft mit über 30 Stunden einen Anspruch auf 27,50 € pro Monat für betriebliche Alterssorgen. Und wenn sie eigene Entgeltumwandlung betreibt, darauf nochmal 20% auf die Entgeltumwandlung. Einfaches, kleines Rechenbeispiel: Bei einer Entgeltumwandlung von 100 Euro, die kostet also den Mitarbeiter rund 50 Euro netto, was ihm wirklich in der Geldbörse, was ihm wirklich liquiditätsmäßig fehlt und letztendlich auch belastet. 50 Euro, der Rest ist Steuern, der Rest sind Sozialversicherungsbeiträge. Auf diese 100 Euro gibt es den Grundbetrag von 27,50 € obendrauf und nochmal 20% von den 100, sprich 20 Euro insgesamt, also 147,50 €, die hier zur Anlage kommen. Warum ist jetzt die eigene Unternehmerbank, Ihre eigene Bank so wichtig? Ganz einfach, im Versicherungsbereich gibt es aus meiner Sicht erhebliche Probleme. Wir haben hohe Kosten, wir haben einen Sparanteil, der bei 65 bis 70% regelmäßig gerade mal liegt. Das heißt, von 100 Euro Sparanteil kann man gerade mal 65 bis 70 Euro bei der Versicherung an. Das heißt, es dauert im Durchschnitt 20 Jahre, bis das eingezahlte Kapital vorhanden ist. Bei einem Mitarbeiter mit einem Alter von 50 Jahren ist es kaum möglich, garantiert das eingezahlte Kapital auch wieder herauszubekommen. Und was natürlich ganz entscheidend ist: Die Haftung, die liegt beim Arbeitgeber. Der Arbeitgeber haftet für die Durchführung der betrieblichen Alterssorgen, auch in dem Fall, in dem er zum Beispiel eine Direktversicherung oder Pensionskasse oder ähnliches einschaltet.
Und hier ist die pauschal dotierte Unterstützungskasse, wie man die Unternehmerbank fachlich sauber bezeichnet, ein idealer Lösungsweg. Nichts Neues ist der älteste Durchführungsweg, den wir in Deutschland haben, der einfach und genial in der Wirkungsweise ist und auch immer flexibel und individuell gestaltbar ist, je nachdem, wie das Unternehmen gern seine Vergütungspolitik aufbaut, wenn sie gerne Arbeitgeberzuschüsse im größeren Umfang macht, diese gesetzlich unverfallbar lässt, das heißt, erst nach 5 Jahren hat der Arbeitnehmer einen Anspruch, und verschiedene andere Punkte, die er gestalten kann, kann hier wirklich auf den individuellen Bedarf eingegangen werden. Und das Ganze funktioniert ganz ohne Versicherungen und ohne Rückstellungen. Und wie es funktioniert, kann ich, glaube ich, an der Folie ganz einfach erklären. Wenn man die Versicherung mit der Unternehmenskasse, Unternehmensbank vergleicht. Bei der Versicherung haben wir einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer verzichtet zum Beispiel auf 100 Euro. Die 100 Euro bleiben unverbeitragt, unversteuert. Und der Arbeitgeber macht eins, überweist dies an eine Versicherungsgesellschaft. Eins passiert ganz sicher, in dem Moment, wo er das überwiesen hat, sind 2 Probleme aufgetaucht. Das erste ist ganz erheblich, er bekommt keine Liquidität mehr zurück. Die 100 Euro sind unwiderruflich, unwiederbringlich bei der Versicherungsgesellschaft. An den Arbeitgeber fließt nichts zurück. Der eine oder andere kann natürlich sagen, okay, wenn ich 100 Euro als Gehalt bezahlt hätte, wäre es auch unwiderruflich, unwiederbringlich weg. Soweit ist die Aussage natürlich richtig, aber dann wäre natürlich auch die Haftung aus der Arbeitgebersphäre ausgelagert. Hier haben wir das Problem, die 100 Euro sind weg, aber der Arbeitgeber haftet für diese 100 Euro. Er haftet für die Erfüllung seiner Zusage, das heißt dem Mitarbeiter sein Geld zurückzugeben, obwohl er es nicht mehr hat, auch keine Einflussnahme hat, keine Kontrollmöglichkeit, nicht einmal Mitsprache oder Informationsrecht im großen Stil. Steht in § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz, ein arbeitsrechtliches Schutzgesetz, dort ganz einfach verankert. Also aus Arbeitgebersicht, Liquidität ist weg, Haftung ist zurückgeblieben, alles andere ist optimal. Für Mitarbeiter auch weniger optimal, der bekommt eine sehr bescheidene Leistung, regelmäßig, vielleicht gerade mal das Eingezahlte, teilweise weniger als das Eingezahlte, teilweise auch ein bisschen mehr als das Eingezahlte, wirklich minimalste Renditen bezogen auf das eingezahlte Kapital zurück. Über einen Zeitraum von 14,5 bis 20 Jahre, so eine Studie von Frank und Bornberg vor 2-3 Jahren, damals haben wir noch 1,75% Garantieverzinsung gehabt. Dauert es einfach so lang, dauert es 14,5 bis 20 Jahre, bis das eingezahlte Geld, das heißt bis der 100-Euro-Schein hier wieder vorhanden ist. Alles andere ist interessant. Oder auch Ratingagenturen wie Assicurata hat im Durchschnitt der gesamten Versicherungsbranche bei langlaufenden Verträgen eine Durchschnittsbeitragsrendite von 0,42% ermittelt. Beitragsrendite im Durchschnitt. Alles andere als befriedigend, nicht mal ein 0,5% Verzinsung. Was machen wir anders? Wir haben genauso den Arbeitgeber, wir haben genauso den Arbeitnehmer, der auf 100 Euro verzichtet. Und diese 100 Euro bleiben genauso steuerfrei und genauso sozialversicherungsfrei. Es passiert nur eins, die 100 Euro bleiben in der Unternehmerbank und weitere Vorteile wie Steuersparnisse obendrauf. Das Geld fließt also nicht ab, das bleibt hier in der Sphäre des Unternehmens, es bleibt hier in der Unternehmerbank. Also einfach ein erheblicher Liquiditätsgewinn für den Arbeitgeber. Und warum macht der Arbeitnehmer das überhaupt? Ganz einfach, weil der Arbeitgeber eine Rendite verspricht. Die kann sagen 1,25, 1,3, 1,4, 1,5%, was eben der Arbeitgeber hier für seine Zusage als sinnvoll, fair und letztendlich auch erreichbar und finanzierbar hält. Aber der Mitarbeiter hat die Verzinsung von 1. Euro an und der Arbeitgeber hat mit diesen 100 Euro jetzt eins erreicht. Er hat hier ein extrem langfristiges Darlehen, 30, 35 Jahre lang. Er hat ein extrem zinsgünstiges Darlehen, eben die 1,25, 1,3, 1,5%. Und hat ein Darlehen zur freien Verfügung, ohne Sicherheiten und ohne Bonitätsprüfung. Also ganz interessantes Betriebsverschuldungsinstrument, was unwahrscheinlich zur finanziellen Freiheit, zur Entschuldung bei Banken oder auch zum Aufbau von Liquiditätsreserven beiträgt. Der Mitarbeiter hat eins,
Er kriegt eine deutlich höhere Leistung. Warum? Ganz einfach, weil die 100 Euro ab den ersten Euro verzinst werden. Hier werden vielleicht gerade mal 65% verzinst, 70%, hier werden 100% verzinst. Also auf gut Deutsch fast 50% mehr. Werden 50% mehr verzinst? Selbst bei einer Verzinsung von 1,25% heißt es, hinten kommt nochmal mindestens 50% mehr raus. Schauen wir uns das Ganze nach einem Jahr an. Der Mitarbeiter zahlt 100 Euro ein. Nach einem Jahr sind im Vertrag vielleicht gerade mal die Hälfte, vielleicht 50 Euro. Hier sind nach einem Jahr die 100 Euro drin und der 1,50 Euro Zins. Und diese 101,50 Euro verzinsen sich auch weiter. Also ganz andere Position. Hier exakt oder gut 100% mehr in der Anlage sofort in den ersten Jahren. Und selbst bei einem Zins von 1,25 nach hinten immer noch 50% mehr an Leistung. Wenn man jetzt ganz einfache Kapitalzusagen nimmt, bei Rentenzusagen kann man hier nochmal eins draufsetzen und natürlich Rentenfaktoren anwenden, die deutlich fairer und deutlich wirklichkeitsgerechter sind, nach meiner Auffassung, wie die von Versicherungsgesellschaften. Ja, und so kann man die Entgeltumwandlung jetzt im Ergebnis nutzen als langfristiges Mitarbeiterdarlehen, unschlagbar günstiges und sicherheitenfreies Darlehen und hat damit einen Weg zu Krediten ohne Banken, ohne Basel II oder III, auch die Möglichkeit, Kredite, Kontokorrentkredite abzulösen, bankenunabhängig zu werden, vielleicht auch Liquiditätsreserven aufzubauen, die man jederzeit nutzen kann. Es ist ein einfacher Weg und wirkungsvoller Weg zur Mitarbeiterbindung. Ich habe Ihnen den einen Teil erzählt, deutlich höhere Leistungen. Wir haben damit den Unternehmer, das Unternehmen und auch den Arbeitsplatz mit Vorteilen belegt, letztendlich auch die Mitarbeiter. Und wir haben hier ein flexibles Gestaltungsinstrument, das uns durchschnittlich zwischen 1.500 und 2.500 Euro an Liquidität jährlich bringt. Ja, und wenn man das anschaut, was kann mit der Liquidität, die hier ganz enorm ist, erreicht werden? Wir können teure Bankkredite ablösen, wir können investieren ins Unternehmen, in Entwicklungen, in neue Niederlassungen, profitable Vermögensanlagen kaufen, sachwertorientierte vielleicht. Wir können eine Geschäftsführerfinanzierung versorgen. Wenn ich einfach höhere Zinsen erreiche, als zum Beispiel die 1,3 oder 1,4%, die ich zugesagt habe, die Differenz ist für den Geschäftsführer. Wir können den Unternehmenswert steigern, wenn ich Geld im Unternehmen belasse, mit dem ich arbeite, mit dem ich mir Zinskosten spare oder andererseits auch Erträge erwirtschafte. Wir schaffen uns Wettbewerbsvorteile und im Ergebnis ist dies mit der pauschalodierten Unterstützungskasse integrativ mit einem Instrument beides möglich. Also die Vorteile sind einfach: ein hundertprozentiger Insolvenzschutz für die Mitarbeiter, habe ich soeben nicht erklärt, aber der Mitarbeiter hat immer zu 100% einen Insolvenzschutz und zwar durch den Pensionssicherungsverein. Eine, wenn Sie so wollen, Selbsthilfeeinrichtung der deutschen Wirtschaft, die im Insolvenzfall dem Mitarbeiter sowohl seine eingezahlten Beiträge als auch die Zinsen garantiert und auch zahlt. Und dieser PSV ist also aus meiner Sicht deutlich besser als Protektor und kein Verlust denkbar. Wir haben deutlich höhere Leistung für die Mitarbeiter im Vergleich zur Versicherung. Wir haben eine absolut freie Liquidität für den Unternehmer und wir schaffen hier wirklich Identifikation durch ein eigenes System und die damit einhergehenden Vorteile. Und wir bewirken natürlich einiges in der Mitarbeiterbindung und Gewinnung. Also wie gesagt, aus Arbeitgebersicht ganz einfach: langfristiges, sicherheitenfreies Darlehen und damit eine Chance für Arbitrage, egal wo ich das reinstecke, in Wachstum, Investition, in Bankenunabhängigkeit. Ich muss halt wenigstens das erwirtschaften, was ich dem Mitarbeiter zugesagt habe, zum Beispiel die 1,25 oder 1,5%. Aus Arbeitnehmersicht ist das Ganze genauso einfach. Wir haben eine Sparbuchfunktion im Ergebnis, das heißt Verzinsung vom ersten Euro an, tendenziell einen höheren Zins. Die Garantie auf die Umwandlung und den Zins ganz anders als bei der Versicherung, wo erst einmal erhebliche Teile verloren gehen für Kosten. Schutz für den Arbeitnehmer durch den Pensionssicherungsverein per Gesetz, ohne jegliches Zutun. Die Förderung, die leichter wird, weil bei Förderung natürlich auch keine Gelder abfließen. Und die Flexibilität, die hier möglich ist.
Und wenn man das in Botschaft umqualifiziert, dann ist Liquidität einfach besser und notwendiger als Personalaufwendungen. Darum kann man wirklich Kosten in Liquidität umwandeln, weil Versicherungen letztendlich im Kapitalaufbau weitgehend versagt haben und nur geringe bis negative garantierte Renditen, hohe Kosten und hohe Intransparenz versprechen. Also versicherungsfrei bleiben ist hier ein Ziel. Genauso auch immer mehr bankenunabhängig werden ist ein deutliches Ziel, weil Banken unkalkulierbare Gläubiger sind, ihr Rating ändern, veränderte Kreditpolitik, Branchen plötzlich ungeliebt werden oder auch Sicherheiten neu bewertet und nachgefordert werden, häufig für viele Unternehmer als unkalkulierbare Partner bekannt. Das andere ist, was immer mehr stört, ist nämlich die Anlage von Versicherungen in Staatspapieren. Sie erfahren ja nicht einmal, in welchen Staaten ist die Versicherung insgesamt investiert. Sie erfahren nicht, wie viel griechische, wie viel italienische, wie viel spanische Anleihen sind vorhanden. Sie haben auch keine Möglichkeit, wenn Sie Italien besser halten als Spanien, hier mehr zu investieren. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig vor dem Hintergrund der Arbeitgeberhaftung, die ja der Arbeitgeber immer hat, haftet immer für die Zusagen. Paragraph 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz. Hier statt Papierwerte in Sachwerte zu investieren und damit auch Liquiditätsreserven für die Liquidierbarkeit zum Zeitpunkt haben. Und das andere ist natürlich die Effizienz, die einfach von klassischen Versicherungsprodukten nicht gegeben ist. Und darum sind es attraktive Modelle ohne Liquiditätsabfluss wesentlich vorteilhafter für die Mitarbeiter und den Arbeitgeber. Für die Apotheker bedeutet es, wir haben eine Besserstellung nach § 4 Tarifvertragsgesetz und wir haben eine Chance für den Arbeitgeber, hier wirklich Vorteile in Mitarbeiterbindung, Gewinnung, Liquidität zu nutzen. Vielleicht abschließend noch einige Worte zu uns. Fels hat Erfahrung in der Verwaltung seit 1999, die Fels Fenstrand als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Fels Rechtsanwälte haben ihren Ursprung 1924. Die Berufsträger, egal ob Mathematiker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Betriebswirte, sind alle im eigenen Haus und die Positionen regelmäßig mindestens doppelt besetzt. Wir bieten eine umfangreiche Unterstützung nach außen, ein telefonisch erreichbares Backoffice und wir haben hier im Haus gut 1000 betreute Unternehmen. Und was wir im Prinzip leisten für Sie, ist einmal Rechtssicherheit, Arbeitsrecht, steuerrechtliche Rechtssicherheit, die Übernahme der Verwaltung, der Administration und letztendlich das Controlling. Das heißt, wie kann ich mein großes und ganzes, das Ausfinanzierungsziel erreichen? Ja, daneben ist natürlich der Verwaltungsaufwand outgesourced. Es sind spezialisierte Berater, spezialisierte Dienstleister mit der Fels Fenstrand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die es auch fachlich dürfen, die auch erlaubte Steuerberatung und das ist das Ganze betreiben. Genauso die Einrichtung durch die Fels Rechtsanwälte GbR, reines Arbeitsrecht und Steuerrecht und damit unerlaubte Rechtsberatung, wenn gewerbliche Unternehmen so etwas täten. Ja, und zum Vollmanagement gehört also nicht nur, dass im Büro alles sauber arbeitsrechtlich, steuerlich erledigt wird, verwaltet wird, sondern natürlich auch die Betreuung der Mitarbeiter und ihres Hauses vor Ort. Was Sie tun müssen oder tun können, ist eine individuelle Beratung, Anforderung, sich einmal die Grundzüge ein bisschen tiefer in die Möglichkeiten einführen lassen, dann eine Potenzialanalyse erstellen lassen und dann entsprechend die rechtliche Beratung und auch steuerliche Beurteilung, Begleitung beauftragen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ein kurzer Überblick über die in Anführungszeichen eigene Apothekerbank und damit als große betriebswirtschaftliche Chance, mit der viele sinnvoll arbeiten können. Ich danke Ihnen.